Kai, du packst sie nur aus und verkaufst, ne? Ja, ja. Hast du Zeit mitgebracht? Wie meinst du das? Hä? Wie meinst du? Da sind die 500.000 Schrauben, die ich schon gemacht habe. Nicht, dass ich die gezählt habe. Ach, sorry, 500.000 und eins. Ja, zwei linke Hände, dann müssen wir so machen. Oh Mann. Hoschkelins bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den SLK. Davor habe ich die Bremsen gemacht, Querlenker eingebaut von Meile und so weiter. Fahrwerk bauen wir heute ein und ihr kennt das ja immer. Ne? Ich werde gesponsert von Meile, von Motul, von Novus und KDS. Ich zeige heute euch, wer hinter KDS steckt. Ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Kai! Kai, wie geht's dir? Ja, gut. Danke. Du hast mir das Fahrwerk heute mitgebracht. Ich habe dir auch noch einen Auspuff mitgebracht. Muss man einfach mal auspacken, anschauen. Das ist von Novus. Ja. Das zeigen wir nicht jetzt. Wir machen heute nur Fahrwerk. Okay. Hier nochmal Dankeschön auch an dich, weil du hast ja die Connection zu Novus hergestellt. Ja, gute Teile macht er. Macht die hier auch. Ja. Das kommt von Herne. Von Herne. Das ist richtig gut. Zusammenhalten hier. Und du kommst aus Bochum. Ich komme eigentlich aus Bochum, wohne jetzt in Witten. Wir müssen auch zusammenhalten. Genau, so ist es. Und Dankeschön, dass du erstmal das vorbeigebracht hast. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Das ist hier drin. Das Fahrwerk. Oh mein Gott. Hast du alles. Und das hast du mitgebracht? Ja. So, ich komme. Es gibt auch Redline. Heute haben wir uns für Blue Line entschieden. Du hast Blue Line entschieden. Du hast gesagt, ja. SLK, Blue Line gehen. Schöne Premium-Fahrwerke. Gut, ja. Aber wir kennen uns ja seit eigentlich kompakt. Ich das billigste Fahrwerk, 160 Euro. Ist ein bisschen teurer geworden. Das kostet vielleicht 20, 25 Euro mehr. Erstens, ich habe es eingetragen bekommen, ohne Probleme. Es ist jetzt nicht KW. Ne? Man kauft es für 160 Euro, aber ich finde es okay. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Ich sag mal, Kunden sind zufrieden. Und das ist das Wichtigste. Genau. Und was verkaufst du noch? Ja, wir bieten Domlager an, Spurplatten. Ja, sämtliche Verschleißteile, wird auch immer mehr. Endschalldämpfer, wichtig ist bei uns, dass die Autoteile alle mit Gutachten sind. Ja, das ist das Wichtigste. Das ist immer wichtig. Ja, so. Und darüber hinaus machen wir tatsächlich noch Spielsachen. Spielsachen? Machen wir auch mit. Ja, okay. Es ist etwas kleinerer Teil, ja, aber das, wir brauchen jetzt für beide was zu spielen. Keine Ahnung, aber das macht dich ja sympathisch. Du bist ja Anfang 30. Sehr, danke, danke. Die älter werden. Ich bin ja 20. Ja. Deswegen. Ja. Die nicht älter werden. Oder? Das ist so ein Gen. Ja, ja. Ja, das ist so ein Gen. Dass sie immer noch gleich sind. Ja, absolut. Du hast mir das Fahrwerk heute mitgebracht. Packst du das eigentlich auch so aus? Wir verkaufen die einfach. Ja, also du packst sie nie aus. Ja, ist doch schön. Doch. Früher ja. Ja, Kunde ist auch nicht gekommen, genau. Genauso ist mir dann auch noch passiert. Zack, fällt das runter. Ja. Dann ist er nicht runter. Ja, und das war's. Und dann Aufkleber drauf und weg. Wir machen auch Sportfedern. Ja, wobei rein stimmt nicht ganz. Jetzt kommen auch deren Federn dazu. Ja. Muss ich die mal anschauen hier. Mhm. Schau, was alles dabei ist. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, bei Mercedes habe ich noch nie Gewindefahrwerk eingebaut. Das ist auch was ganz Neues für mich. Ja, aber was du meinst. Stoßdämpfer, Feder. Und dann haben wir natürlich unser Teller direkt. Bleibt. Und dann müssen wir den ja drehen. Mal gucken, was für eine Länge wir nehmen. Und dann haben wir noch klein. Oh, was ist das denn hier? Aha. Okay, das werden wir gleich sehen. Bei den Mercedes haben die auch so gemacht, Kai, dass vorne, hinten gleich aussehen. Aber hier steht nichts. Keine Ahnung, den anderen auch mal auspacken. Vorne haben wir, glaube ich, so einen Riesenteller und da hinten so einen kleinen Teller. Höchstwahrscheinlich. Ich habe es auch nicht gemacht, also bei dem. Kai, du packst sie nur aus und verkaufst, ne? Ja, ja. Hast du Zeit mitgebracht? Wie meinst du das? Wie wär's, wenn du das mal selber einbaust? Dein Ernst? Ja, hättest du Lust? Hast du es schon mal gemacht? Nein, noch nie. Kannst du schrauben? Nein. Gut, Elgin. <Elgin. lacht> Ich würde selber feiern, wenn du das mal einbaust. Jetzt. Ehrlich. Das dauert doch nicht lange. Was soll das dauern? Okay, dann machen wir das. Gut. Ich habe doch schon alles für dich vorbereitet. Okay. Die Federn sind doch draußen, Stoßdämpfer draußen. Also wir müssen quasi die Dinger nur reinmachen und einstellen und fertig. Okay, dann ist es fertig. Also, ja, machen wir. Auf jeden Fall. Das feiere ich doch. So, ich muss nur jetzt wissen, was vorne ist und was hinten ist. Keine Ahnung. Ja, aber Garantie bleibt bestehen, ne, wenn du es jetzt einbaust. Ja, na klar. Ne? Na klar, du nimmst es ja nur ab.
Ja, ich zeig dir schon. Komm, okay. Wir machen das ganz schnell. Warte mal, welcher war länger? Der war länger. Das heißt 220, 21. Ist das die gleichen Federn? Nein, kann ja auch nicht sein. Der muss hier dicker sein. Oh, der ist auch nicht dicker. Nee, kann ja nicht sein. Warte mal. Die kommen dann so hoch. Und kommen quasi hier drauf. Okay. Kann auch sein, dass ich andere Teller brauche. Handschuh. Der lagert ernst, ne? Ja. Du hast noch nie geschraubt? Nein, jetzt da brauchst du noch Gewindefahrwerk ein. Ey, wir könnten Brüder sein. Ich nehme nochmal an. Natürlich. Nicht dein Ernst. Glaub mir, ich weiß auch nicht, wie es geht. Von daher, du kannst nichts falsch machen. Und die Leute sind schon alle abgehärtet. Die haben schon sehr viele schlimme Sachen gesehen. Ich mach das. Ich feier das. Also das war eigentlich Spaß gemeint, aber... Ja, hatte ich auch gedacht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Es kann sein, dass ich was falsch mache. Der Kai hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Dann habe ich es falsch gemacht. Dann habe ich es falsch gesagt. Also bei denen ist das ja ganz anders. Normalerweise kennst du ja Gewindefahrwerk, da hast du die Feder schon in den Stoßdämpfer drin. Hier haben wir es nicht. Hier ist er immer auf dem Querlenker. Ja. Das heißt, so werden wir das Ganze verbauen. Die Stelle kommt auf den Querlenker und das hier ja, in die Karosserie in dem Fall, hier in dem Federteil. Okay, also das da hier oben rein. Genau. Feder von unten reinstecken und hier unten ist dann noch so ein Teller. Genau. Der hält das irgendwie. Der hält das. Ja? Angeblich. Okay. Ja, bin mir auch noch nicht ganz sicher. Oh, okay. Also wir lernen zusammen hier. Genau das haben wir. Wir haben diese Probleme. Ihr habt das. Du verkaufst das und dann sagst du ciao. Und nächstes Mal sagst du, ey, hör mal, SLK ist kein Problem. Komm ich doch selber vorbei. So. Ja. Das können viele nicht. Ja, ja. Wenn ich vielen sage, ich brauche einen Simmerring, dann sagt ihr, ja, okay. Den einmal vor dem Motor und einmal hinter dem Motor. Mhm, okay. Dann sagt der, okay. Weiß der nicht, weißt du? Das interessiert den auch nicht. Ja. Und deswegen, okay. Das ist jetzt schön, dass du das jetzt weißt. Also, okay. Ich weiß auch nicht, davon. Okay, also, das so, der muss hier hin. Ich zeig dir jetzt eins. Ja, okay. Und nächstes machst du selber. Ja, okay. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Halt du mir fest, nur gleich auf deinen Finger nur achten. Ja, ich muss wenn ich ihn runterdrücke. Ja, ich guck. So wie das ist. Und los. Und gib ihm. Ja! Kai? Warte. Super, den kannst du so lassen. Ja, ist auch drin. Kai, weißt Bescheid? Montag 9 Uhr kannst du anfangen. Ja. Und jetzt müssen wir den auf Spannung drehen. Aber hast du gut gemacht. Hör auf. Kais Blick. Hast du gut gemacht. Hör auf, ey. Also, das war der Blick. Ja. Was habe ich denn gemacht? Genau. Kai, glaub mir, ja, ich mach nicht mal, weiter. Es gibt YouTuber, nicht mal das können die machen. Können nicht mal so reinstecken, glaub mir. Ja gut, aber... Runterziehen, ja, ne? Ja, du kannst ja schon mal, guck mal, ich stelle das hier ein. Ja. Das ist, glaube ich... Hier ist die gleiche. Das, ja, das ist schön. Vorne. Kannst ja schon mal auch vorne, aufmachen, ne? Du kannst ja schon mal einstellen. Mal schauen, ob du aufgepasst hast. Ja, na klar. Geht nicht. Wo ist der Schlüssel? Was meinst du? Der Schlüssel. Der Hakenschlüssel. Ich gebe dir mal immer einen Trick. Also wenn du so ein, wenn du sowas immer hast, mach immer ein bisschen. Und dann geht's immer. Okay, ich bin gespannt. Nee, das geht, müsste gehen eigentlich, oder? Ja, okay. Hier, hast du? Ja. Ja, guck mal. Immer so. Okay. Ja, bitte. Danke. Deine Arbeit hier. Naja, na klar. Yunus? Ja? Kann ich nochmal bei dir spicken? Bitte. Wo hast du den Ring denn hingepackt? Der kommt genau da drunter. Hier rein, ne? Nein. Der kommt hier hin. Der kommt so. Ah, okay. Auf. Und dann hier drauf. Genau. Das war's eigentlich, ne? So, dass er die Feder halt nicht im Eisen auf Eisen. Genau. Okay. Wobei, es ist Schwachsinn. Unten ist er auch Eisen auf Eisen. Weißt du auch, wo die Feder, wo unten und oben ist? Na klar. Warum hier? Ja, weil das hier ist der Durchmesser ist ja größer, da kommt der hier und drauf. Auf dem Querlenker. Siehst du, der passt drauf hier. Ja. Okay, nächstes Mal baust du selber ein. Ja, ganz selber. Ganz selber? Ja. Warum das nächste Mal? Du kannst das jetzt schon machen. Auf dieser Seite, ne? Ich feier den Kerl. So, Kai, ich helfe dir wieder. Du machst. Ja. Du sagst mir runterdrücken, hochdrücken. Ja, mach. Okay, runter auf jeden Fall.
runter. Ja, also das war das Problem. Müssen wir nochmal drehen. Den musst du ganz hoch. Kannst du mal halten? Ja, natürlich. Guck mal, du hast ja zwei Teller. Mhm. Nicht, dass wir den gleich links machen. Ja, mach den ruhig. Genau. Ja, Leute. Jetzt wisst ihr, was ich mit Azubis immer so hier durchmachen muss hier. Ja, das reicht. So, okay, versuchen wir nochmal, ja? Okay. Du sagst mir wann. Mhm. So, dann zieh mal runter. Moment. Na, der hakt hier. Mhm. Warte, kannst du noch ein Stück? Ja, da ist schon unten schon drin. Also hier ist es nicht so einfach wie gerade. Ja. Vielleicht müssen wir noch ein Stück drehen, oder? Warte, ich mach Vorsicht auf die. Ja, mach noch. Ja, ich halte hier. Hier kann ja nichts passieren. Ja, Vorsicht. Boah. Ruhig. Nee, ruhig mit dem. Nee. Ein bisschen draufhauen. So, siehst du, Gewalt. Alter Schwede. Ja. Wie soll ich jetzt da unten reinkommen? Kannst du mal runterdrücken, bitte? Ach so. Ja, guck mal. Ja, du musst auch was machen. Ich kann es ja halbe Stunde runterdrücken. Ja, du lass musst dir auch Zeit. Was machen. Nee. Soll ich mich dranhängen? Nee, dann mach das mal. Ja, du weißt das eher. Das wollte ich den nicht runtergedreht. Ja, jetzt weißt du, was ich eine halbe Stunde mache. Ja, aber bei dir sah das einfach aus. Ob bei mir nicht. Und ich glaube, ich drehe in die falsche Richtung. Ja, die Leute sagen immer, Jungs, bei dir sieht immer alles einfach aus. Ist es auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Du drehst in die falsche Richtung. Ach, hör auf. Ja. Nein, aber wenn ich so drehe, dann kommt er mir wieder entgegen. Ja, nee. Du drehst das Komplette. Guck mal, lass mich mal. Ja, komm. Aber jetzt haben wir noch keinen. Guck mal, jetzt ist der noch locker. Ne, du kannst genau, ich wollte den hoch. Genau. Jetzt kannst du unten festhalten und dann schön die Seite erstmal drehen. So. Einfach locker drehen. Bis du irgendwann Spannung hast. Deswegen habe ich auch gerade ein bisschen Rostlaser drauf gemacht, WD-40. Ja, kannst ja Pause also, machen, so lange lang. Nö, auch keine Pause. Boah, was für eine Pause? Willst du jetzt schon Pause machen? Du! Ach so! Wir werden es ja scheinbar noch dauern. Der wird ja noch hochgedrückt, dann hat er schon die Spannung und plus Stoßdämpfer kommt ja auch gleich noch drauf. Aber ich muss sagen, Kai macht das gut. Ja, aber das dauert aber, ne? Ja, klar. Bei mir ist es... Der Linkshänder muss auch mit links arbeiten. Warte, dann geht das. Zwei Linkshänder, dann müssen wir so machen. Oh Mann. Ja, aber guck mal, wenn ich dann auch mit links arbeite, dann geht er doch schneller. Also wir Mechaniker, wir reden ja auch mit unseren Teilen. Ja. Wir sagen hier, komm noch, ärgere mich doch nicht. Ach komm doch. Und guck mal, siehst du, wie das geht? Gut gemacht. Fein. Kai denkt auch, oh mein Gott, was denn hier los? Nein, alles gut. Gut, ja, prima. So, stoß einfach rein. Kai, okay, ja. Alles ist gleich, die untere Maße sind gleich, obere, alles ist auf die Länge. Das ist ja quasi unser Domlager. Boah. Wow. Kommt ja, und dann sind die Puffer praktisch dafür da, dass das Ding da oben durchdrückt. Genau, jetzt haben wir den. Ach, und da unten kommen wir ja schon durch. Ja, hier haben wir den. Ja. Ja, das ist ja ganz easy, unten die Schraube. Ja, das war jetzt ja genau, natürlich. Nur auf Spannung drauf machen, das Ganze. Okay. Wir werden den aber hier schon mal dran machen. So, jetzt haben wir den drauf. Und da drüben machst du das jetzt. Ja. Das ist der hier. Ja. Senkst du den Wagen gleich ab, um dann oben zu befestigen? Siehst du, der tut also. Der ist doch ein Stahl. Ja, hey, oh. Was? Da sind zwei. Einer bleibt drauf. War ich jetzt wahrscheinlich so euphorisch, dass ich das gewusst habe? Warte. Genau, okay. Warte. So. Okay. Den brauchen wir für gleich. Der kommt hier drauf, ne? Was? Sollte man jetzt hier gucken, dass die Beschriftung nach vorne kommt für den Prüfer oder genau. Was? Weil so. Rein theoretisch könnte ich auch so machen, sagen, finde ich nee, so. Nee, du kannst nach hinten machen, kannst nach vorne. Also egal, es gibt jetzt keine Laufrichtung. Aber ich meine, von vorne kann er das eh nicht sehen, dann würde ich es eher nach hinten machen. Okay. Ne?
Was habe ich gemacht? Ich habe es nach vorne gemacht. Ist aber nicht schlimm. Wegen der Eintragung. Ne? Also wenn ihr echt einen sehr, sehr schlechten TÜV-Prüfer habt, dann kann er sagen, ey, ich kann die Schrift nicht lesen. Okay, jetzt brauche ich nur noch die Schrauben. Das ist schon drin, ne? Ja. Aber ich habe die Schrauben nicht. Achso, die hast du da schon. Von wo? Ist egal. Genau, ne? Da kommt Stabi. Ich will es von da reinstecken. Das stört uns nichts mehr. Lass mich da durch die Helfen. Also ich muss, nein. Vielleicht ja. Ah, geht dann durch. So, danke. Kein Problem. Ich war selig dabei. So fest genau, ich konnte, fertig. Genau, die Querlenker sind ja auch noch nicht fest. Hm? Das ist genau aus diesem Grund, wenn der Querlenker, wenn wir jetzt den jetzt so festmachen, wie der jetzt ist, ja, und den jetzt hoch machen, wird dieser Lager sich immer bewegen, 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 bis er sich kaputt schlägt. Oh, okay. Und dann hast du das Problem, wenn du fährst, du merkst, dass dein Wagen ist dann halt, der schwimmt dann halt nur noch. Mhm. Oder macht natürlich jede Menge Geräusche. Hier hin. Dann hier, ganz wichtig. So. Kai, hier ist es rausgekommen. Und dann machen wir das alles drauf. Fertig. Schönes Teil? Schönes Teil. Gefällt dir, ne? Ja, finde ich gut. Stachschrauber gefällt dir. Finde ich gut. Super gewonnen. Also vorne sind wir eigentlich quasi fertig. Ja. Feinabstimmung kommt später. Okay. Jetzt machen wir schnell die Hinterachse. Okay. Und die Hinterachse dauert ungefähr genauso lang. Also vorne hat es jetzt nicht lange gedauert, Kai. Nein. Dauert ein bisschen. Ja. Sag mal, Fahrwerk 300 Euro, mit Einbau 500 Euro. Also Jonas, kann ich mir kurz Werkzeuge von dir ausleihen? Ich will ein Fahrwerkeinbau. Ah, nichts Wildes. Ist so ein X5. Wir haben auch wieder nicht so viel Platz zum Drehen, weil wir jetzt den Teller nach unten machen müssen. Achso, hier ist genau umgekehrt. Jetzt so umgekehrt. Mhm, okay. So, Feder drauf. Achso, okay. Du siehst ja. Hier ist aber egal, wir boomen, ne? Weil das ist immer gerade geschnitten. Ja, wenn das gerade geschnitten ist, dann würde ich immer, was man lesen kann, nach unten. Dass man es auch lesen kann. Genau. Ne? Achso, ich sehe, hier habe ich gar nicht geguckt. Okay. Ja, okay, warte. Ja, das war's drin. Oh, dann gehen wir ein bisschen einfacher. Hm? Ja. Direkt spannt, Schraube durch und dann haben wir schon mal die Geschichte erledigt. Achso, die Spannung durch den Stoßdämpfer. Das machen wir schon. Mhm, also okay. Wir werden den Teller hier sofort schon spannen. Ja, okay. Mhm. Dann haben wir schon die Tieferlegung schon quasi und dann können wir uns nur noch auf den Stoßdämpfer konzentrieren. Mhm. Dann kommt das so rein. Und danach mit einer Schraube fest. Also, erstmal das rein. Das war's. Und jetzt machen wir ihn fest. Das ist echt gut. Also er ist, ich meine, ist ja keine Arbeit. Okay, können wir noch arbeiten? Ja, da können wir noch arbeiten auf jeden Fall. Die kommen raus. Das sind ja diese mitgelieferten Teller. Und die kommen, so viel ich verstanden habe, hier hoch. Ja. Wow, wird das tief. Das wird tief. Ja. So. Ne? Und hier musst du dir vorstellen, die Federn, die Originalfedern sitzen ja hier und das ist ja dieser Unterschied, was dann wieder höher ist. Ne? Okay. Also das macht schon viel aus hier. Eins hast du schon gemerkt, ne? Es wird dein bester Freund. Ja? Hey, Gummihammer. Bitte schön. Ich bin gespannt, wie das macht. Mhm.
Dämpfer. Ja, ne? Jetzt noch an den TÜV-Prüfer denken. Ja, habe ich. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Sehr, sehr gefährlich das Ganze. Ja. Weil du musst jetzt auch auf die Arme also achten. Nicht, wenn du den hochhebst, darf die Karosserie sich nicht mit hochheben. Das geht ganz schnell. Okay. Deswegen hier bin ich dabei, ganz langsam. Ja. Okay, jetzt sitzt er sehr schon auf. Genau. Immer aufpassen mit der Hand. Okay. Und mit dem Kopf. Niemals den Kopf hier hin tun. Ist gut. Denkst sofort mit. Hast du es eigentlich jetzt weg, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte dann die andere Seite noch einbauen. Ja? Yeah. Aber dann. Er macht's echt gut. Ja, eigentlich richtig. Ich muss doch hier rein. Ich komme hier nicht. Achso, ich kann ja runterziehen, ne? Probier's mal. Eben nicht. Geht es nicht. Ja, runter. Mach doch den Stoß immer nach oben. Drück den nach oben. Drück den nach oben. Ja, hast du dich nie gefragt, warum die Mechaniker alle so ein bisschen mehr breiter Oberarm haben und so ein breites Kreuz haben? Ah, zack. Na gut, ist ja gut. Zack, zack. Ja, das ist natürlich Trauma. Also ich trainiere mich. Das ja, ist was alles soll ich vom, sagen? Das ist alles vom Schrauben. Mhm. Er geht gleich aus der Halle raus. So. Ja, du kannst hier noch runterdrücken und dann selber einfach rein. Also ist ganz easy bei dem. Kriegst du hin. Ich weiß ja nicht mal, wo das sein soll. Siehst du doch, da ist nur ein Loch. Da ist ein Loch, da kannst du nichts falsch machen. Mhm. Ach, komm ich durch. Ja, kann ich mal sehen. War doch gut. Ja, aber guck, ich komme ja nicht durch. Dann mach, guck mal. Komm auf der anderen Seite nicht raus. Mach mal so. Mach mal von mir. Ja, prima gemacht. Ja, es ist immer so. Das ist die Erfahrung. Das sind die 500.000 Schrauben, die ich schon gemacht habe. Nicht, dass ich die gezählt habe. Ach, sorry, 500.001. So, die werden wir jetzt unter Spannung ganz kurz anziehen. Das werden wir dann jetzt schon machen. Die sind jetzt alle auf Spannung. Die werden wir jetzt alle festziehen. Drüben gleich auch. Und danach werden wir den runter machen, die Stoßdämpfer dran machen, Reifen drauf und dann wird es ja bestimmt sehen, wie das aussieht. Gerne. Britt, britt, britt. Nein, nein, britt, britt, britt musst du machen. Ganz wichtig. Wie meinst du das? War das britt? Noch ein Britt? Nochmal? Nochmal? Siehst du, bei mir geht's. Ich hab nur weil du ja auch 7. Aber ein lockere 10 Britz. Nein, ja, aber diese ersten 3 Britz waren wichtig. Ja, ja. Die sind wichtig. Ja, schön. So, wir sind fertig. Fein, nee, echt. Ja, warte mal. Jetzt, ja, du willst ja jetzt bestimmt sehen, was wir gemacht haben. Ich meine, von den Videos hast du ja gesehen, das Ding war sauhoch. Vorne nicht, aber ja, hinten. Ja. Und jetzt, ich bin selber gespannt. Die kommen doch alle, wenn die ein Gewindefahrwerk von dir holen oder einen Auspuff. Ich sag mal, bei dir können die auch persönlich kommen, ne? Alle. Ofen. Haben die nicht so immer so ein Grinsen, wenn die kommen? Ja. Grinsen die nicht? Ja, weil, ja, also die Kunden, habe ich noch nie erlebt, dass sie, die sind glücklich einfach. Die freuen sich, dass sie teilen. Du kriegst das ja auch nicht überall. Das ist ja, so ist es. Ne, nicht wie ein Brötchen oder so. Ne? Ja, und das ist ja das. Die sind auch gut drauf und wir sprechen auch immer locker. Da ist,
Ja. Hm? Ja, weil wir glücklich sind. Weil ja. Sowas macht uns glücklich. Die Schrauber haben scheinbar ein sehr glückliches Leben. Wir sind glücklich. Nein, nein. Also so glücklich sind wir nicht, aber ich sag mal, wenn wir Gewinde fallen, Auspuff einbauen, dann sind wir glücklich. Ja. Dann sind wir glücklich. Ja. Ja. Das sieht nicht tief aus. Das sieht was? Das sieht nicht tief aus. Haben wir den Höher gelegt? Ja, warum? Das ist doch auch gut. Ja, was hast du denn? Hör auf. Was hast du denn? Nein, also da muss ja sicher noch einfällen. Also der kommt noch gute 2 cm tiefer. Neue SRK Cross. Ich habe aber den Klinger von der Bühne runter. Alter! Ei! Ist doch tief! Oh mein Gott! Weißt du, was das also schlimm ist? Ja auch, aber guck mal vorne! Ja, weißt du, was das schlimm ist? Der sitzt gerade auf der Bühne noch. Du hast ja noch gar nicht komplett runtergelassen. Nee. Die kriegst du nicht mehr, das ist das Maximum. Mehr geht nicht. Echt jetzt? Alter, die Tiefe sieht doch geil aus. Guck mal, jetzt die Felgen sehen schon ganz anders aus. Boah! Ist das, weil wir die nicht genug gedreht haben? Ja. Ja, ne? Weil wir das noch nicht richtig eingeschaltet. Aber ist aber so schick, oder? Das ist richtig schick. Ja. Wird er ja noch. Ach, oh, ist der Fehler sich auch nicht, oder? Na. Ne? Aber was hast du? Getränke darfst du jetzt unten einladen, ne? Ja, ja, das ist ein SLK. Ja, da kommen eh keine Getränke rein. Ja, das kommt ja. Alleine fahren und ein Getränk in der Hand, das war's. Okay. Das ist dein Gepäck, Getränk in der Hand. Super. Gepäck. Ehrlich? Also, wenn er fertig ist, müssen wir echt eine Runde drehen. Machen wir. Das ist so dieses Go-Kart-Feeling, ne? Ja, machen wir. Ja. Ihr könnt ja auch mal gerne hier Kai mal hier in den Kommentaren mal loben. Ja, echt, hast du super gemacht, Kai. Danke. Ja, das ist ja richtig. Habe ich gerade schon gesehen. Hast du echt super danke, gemacht. Danke, dass ich das auch machen durfte. Klasse. Nee, also ist ja auch ist mal so eine Erfahrung. Ne? Absolut, super. Weil, super gut. Ich kenne das, dass die Leute, die das verkaufen, absolut nichts mit Einbau zu tun haben. Und dass du dann echt mal siehst, was für eine Arbeit dahinter steht. Genau. Ne? Das heißt, wenn Leute kommen und sagen, ich bin Schrauber, vielleicht kriegen die jetzt die mich, oh, ehrlich? Okay, komm, ich mache dir nur 10 Euro billiger. Na. Tut mir leid. Ja. Sehr gut, danke. Von Kai. Und danke nochmal für das geile Fahrwerk. Schön, Dankeschön. Vielen Dank. So, Kai, hau rein. Danke. Und nochmal hier, komm her. Viel Spaß mit dem Muskelkater. Danke. Geil geworden. Das war's. Aber heftig, ne? Ja. Weil ich sag mal, wenn du jetzt fährst, kriegst du ja null eingetragen. Ja. So, da sagt der TÜV-Professor, was machen Sie hier?